So, hallo ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, nachdem ich euch ja heute Mittag gesagt habe, dass es bei uns draußen schneit und es jetzt geschätzte, keine Ahnung, minus 1, 2 Grad hat, habe ich gedacht, wir machen was Gesundes, was in so eine kalte Jahreszeit passt wie jetzt heute. Und da bin ich auf Graupensuppe mit Knobelinen gekommen. Knobelinen sind Bratwürste mit Knoblauch. Also deswegen Knobelinen für alle, die nicht aus Unterfranken sind. Werden wir alles im Thermomix zubereiten. Dauert insgesamt, wie ist es hier angegeben, etwa 30 bis 40 Minuten von der Kochzeit vom Thermomix. Wenn allerdings alles vorbereitet ist, geht's ratzfatz. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an. Ich habe einen Haufen Gemüse für die Suppe gemacht. Und zwar Sellerie, Lauch, Karotten, Kartoffeln und eine Zwiebel. Und wir fangen auch mit der Zwiebel wieder an. Die Zwiebel habe ich halbiert, geben wir in den Mixtopf. Das Schauspiel kennt ihr alle. 3 Sekunden. 1, 2, 3 mit der Plus-Taste. Und dann auf Stufe 5 einmal. So. Zwiebeln sind super schön klein geworden. Als nächstes kommt 20 Gramm Öl zu dem Ganzen dazu. Einmal die Waage-Taste. Und dann heißt es hier jetzt 2 Minuten Varoma Stufe 1 und dann wird das Ganze angedünstet. Also einmal mit Minus, dass wir die eine Minute haben, dann mit Plus, Varoma und Stufe 1 und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir weitermachen.